Heute geht es um die Dachreinigung, die möchte ich euch jetzt nochmal ordentlich erklären. Die Dachreinigung teilt sich in den meisten Fällen in drei Arbeitsschritte auf. Das ist einmal die Dachreinigung mit Dampf und Hochdruck. Da haben wir ein spezielles Reinigungsgerät für und können dann mit bis zu 500 Bar und knapp 95 Grad aufs Dach gehen. Arbeitsschritt 2, dass wir nochmal einen Langzeitschutz aufbringen gegen Algen, Flechten und Grünbelege. Und Arbeitsschritt 3 ist, dass wir dann die Dachpfannen, die Dachfläche nochmal versiegeln. Die Dachreinigung, die professionelle Dachreinigung, so nennen wir sie immer, die eignet sich aber nur für Betonpfannen und nicht für Tonpfannen, weil bei Tonpfannen dann doch bei dem Druck, den wir benutzen müssen, um alles vollständig zu entfernen, einfach zu viel kaputt geht. Wie läuft der Auftrag eigentlich ab? In den meisten Fällen kontaktiert ihr uns per Telefon oder ihr sprecht uns an, wenn wir irgendwo vielleicht bei euren Nachbarn unterwegs sind. Dann kommen wir vorbei, machen einen Termin ab mit euch, dann schauen wir uns das Objekt einmal bei euch an, weil, wie gesagt, die Aufträge sind immer unterschiedlich und die Objekte sind immer unterschiedlich. Das heißt, es sind immer Individuallösungen, die wir anbieten. Mit euch finden wir dann das passende Konzept und dann machen wir, wenn ihr Interesse habt, den Termin ab für die Dachreinigung. Die professionelle Dachreinigung zeichnet sich bei uns auch vor allem dadurch aus, dass wir keine Chemie benutzen. Wir benutzen nur Dampf und Heißwasser. Und durch den Hochdruck kriegen wir den meisten Schmutz runter und durch das Heißwasser können wir auch alle Algen und Flechten langfristig schon mal entfernen. Ja, wann ist die Dachreinigung sinnvoll? Das ist auch immer ein bisschen unterschiedlich davon, wo das Haus steht, also wie viele Bäume in der Nähe sind. Das ist tatsächlich ein ausschlaggebender Faktor. Also wenn viel Organik aufs Dach kommt, dann empfiehlt sich eine Dachreinigung schneller. Da ist es dann auf jeden Fall ein ästhetischer Faktor, der zur Reinigung führt. In manchen Fällen hat das aber auch einen Werterhalt des Hauses, wenn sich schon viel Moos auf den Dachpfannen abgelagert hat. Wie lange dauert der Auftrag eigentlich? Das hängt ab von der Dachfläche, also in den meisten Fällen sind wir so in 1 bis 2 Tagen durch. Wir sind hier in Nordfriesland aber auch ein bisschen gebeutelt durch das Wetter, weil vor allem durch die Imprägnierung, da müssen wir optimale Bedingungen haben, da darf fast kein Wind sein und kein Regen. Das ist natürlich bei uns immer ein bisschen schwer. Die Dachreinigung können wir auch durchführen, wenn es regnet und wenn es schneit, wollte ich schon sagen. Aber auf jeden Fall muss, wie gesagt, für die Imprägnierung muss es schon trocken sein und am liebsten windstill. Das heißt, manchmal müssen wir da auf den besten Tag warten und dann dauert das doch mal 2 Tage. Ja, welche Voraussetzungen benötigen wir? Im Prinzip muss keiner zu Hause sein, ist immer schön. Aber das besprechen wir ja bei dem Termin vorher, bei der Besichtigung. Tendenziell brauchen wir einen Wasseranschluss. Wir können auch unser eigenes Wasser mitnehmen, wir werden auch unser eigenes Wasser mitnehmen. Wir haben einen 1000 Liter Tank immer dabei. Aber bei der professionellen Dachreinigung werden wir mehr als 1000 Liter benötigen, weshalb ein Zugang zu Wasser immer optimal ist für uns. Ansonsten können wir komplett autark arbeiten. Das heißt, wir brauchen keinen Strom oder sonstiges. Nur, dass wir überall rankommen und am liebsten Wasser haben. Der Preis für eine professionelle Dachreinigung ist immer total abhängig vom Dach, ob es ein Satteldach oder ein Krüppelwalmdach ist oder ein Schleppdach. Und dann ist es nochmal wichtig, ob da Gauben drin sind oder ein Giebel. Also, aber da können wir auch meistens beim Beratungstermin schon Preis nennen.